Erik, wir stehen hier heute mit einem guten Gefühl. Zwei Siege im Rücken gegen Dortmund und Saarbrücken. Wie groß ist aktuell das Selbstvertrauen bei euch? Ich glaube, man kann da schon ein ganz großes Selbstvertrauen haben. Nach so zwei, sage ich, schweren Spielen, die wir, denke ich, mit einer Überzeugung gewonnen haben, glaube ich, können wir mit einem guten Gefühl ins Derby reingehen. Kampf, Willensstärke in den letzten beiden Spielen, ist das das gewesen, was uns so stark gemacht hat? Ich glaube, dass wir als Mannschaft zusammengespielt haben, zusammen verteidigt haben. Ich glaube, das ist das, was uns ausgemacht hat. Natürlich haben wir viel gekämpft, haben guten Fußball gespielt auch. Aber am Ende muss jeder für jeden laufen und ich glaube, das war am Ende ausschlaggebend. Mannschaft, du hast recht, aber ja, auch erwähnenswert, dass du in beiden Spielen von Anfang an gespielt hast. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung in diesen beiden Spielen? Habe ich letzte Woche schon gesagt, ich bin nie zufrieden mit meiner Leistung. Ich will mich immer verbessern, immer was besser machen und jeden Fehler, der mir gesagt wird, den ich gemacht habe, versuche ich dann zu verbessern und auszubügeln. Ja. Auf der rechten Seite hast du einen ganz schön harten Konkurrenten, Andi Wiegel, routinierter Spieler, der sich hier auch schon bewiesen hat. Wie sehr stachelt dieser Konkurrenzkampf an? Ja, sehr. Also ich bin, glaube ich, hergekommen, so viele Spiele wie möglich auch von Anfang an zu machen. Ich weiß, dass Andi ein erfahrener Spieler ist, der schon sehr viel hinter sich hat. Habe ich auch sehr viel Respekt vor. Und wie gesagt, ich habe es auch schon im Interview gesagt, ob er spielt oder ich spiele, ich versuche immer mein Bestes zu geben, ob es 10 Minuten sind oder 90. Für die Fans und für uns steht ein ganz besonderes Spiel an, die Partie gegen den MSV Duisburg, ja. Derby, du hast es gerade angesprochen. Wie hoch ist die Vorfreude, so zwei Tage vorher? Ja, mega. Also ich glaube, so ein Derby, ich glaube, was ich gehört habe, vor so einer Kulisse ein Derby zu spielen, ist mir noch nicht gelungen. Ich glaube, wir freuen uns alle riesig, vor allem nach den zwei Siegen, die wir jetzt geschafft haben. Glaube ich, ist einfach geil, glaube ich, vor fast 30.000 oder so in dem Stadion. Das heißt, ich höre raus, du horchst auch mal bei den Teamkollegen nach, wie das so ist dann, ja. Oder? Ja, also ich glaube, man redet da immer so ein bisschen vorher. So ein Derby ist, glaube ich, nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes. Da sollte man sich recht gut drauf vorbereiten. Duisburg zwar auf dem letzten Platz erst ein Spiel gewonnen, aber es ist dann ja auch immerhin so Spielen, dass eigene Regeln gelten und die wollen da sicherlich raus. Mit was für einem Gegner rechnest du? Ja, ich glaube, einen sehr, sehr ekligen Gegner, der in jedem Zweikampf, in jedem Laufduell, glaube ich, 110% geben wird. Und ich glaube, da sind wir ganz gut drauf eingestellt. Wie gesagt, ein Derby ist immer eklig, egal welcher Tabellenplatz der Gegner ist. Und ja, also ich glaube, wir müssen da 110% geben, um das Spiel hier mit nach Hause zu nehmen. Ganz sicher bin ich mir auch, dass die 5000 Fans im Gästeblock 110% geben. Wie wichtig wird das im Spiel? Ja, sehr. Also ich glaube, in jedem Spiel bis jetzt haben die Fans super Stimmung gemacht. Nach den Spielen, die wir nicht gut gespielt haben, waren, glaube ich, 70% nur Essen-Fans in Dortmund gewesen. Ich glaube, das war ein richtig gutes Zeichen für uns. Und ich glaube, das hat uns auch gezeigt, dass wir auf jeden Fall nicht alleine sind, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Erik, wenn du eine Schlagzeile nach diesem Spiel am Sonntag in der Zeitung oder in irgendeinem Online-Medium lesen dürftest, welche wäre das? Essen holt souverän 3 Punkte gegen im Derby. Und Erik Fufak macht noch ein Tor? Ja, ist mir egal. Hauptsache 3 Punkte, wenn ich ein Tor mache, dann ist nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Danke dir. Überragend, perfekt.